bin mit der Erwartung hierher hergekommen, um mich zu informieren, was aus diesen diversen Bürgerforen an konkreten Vorschlägen, an Ideen und vielleicht auch an Kritik gesammelt wurde, wo wir dann, die wir in unsere Arbeit mit einbringen können. Denn im Endeffekt es ist, auch wenn wir jetzt häufig von TTIP oder CETA geredet haben, es ist ja nicht das letzte aller Handelsabkommen, die abgeschlossen wurden. Und ich sag mal, es sind Prozesse, die laufen und es ist immer Luft nach oben und auch sicherlich mal Luft für neue, interessante Ideen. Und wenn ich dann hier bei den verschiedenen Inseln unterwegs war und auch mit den Menschen, die dort ihre Themen vertreten haben, diskutiert haben und deutlich auch unterschiedlich und sehr leidenschaftlich, merkt man, dass da ein sehr großes persönliches und vor allem auch politisches Interesse dahinter ist. Und das war also eine sehr schöne und gute Erfahrung. Also insofern nehme ich sehr viel Positives mit. Ich nehme auch konkrete Anregungen mit, sei es bei dem beliebten Reizthema des Investitionsschutzes. Wir haben uns ja jetzt auf das Thema Handelsgerichte, also so Schiedsgerichtshöfe vereinbart, aber auch da ist immer noch die Frage, wie bestückt man die mit Richtern, was macht man da, wie macht man das? Und da kamen heute auch einige Ideen mit öffentlicher Bestellung und von welchen Gremien, wo setzt man es an, bei der WTO, bei der EU oder wo auch immer. Und da gibt es viele interessante Ideen, die wir sicherlich umsetzen können. Auch bei der Frage, wie definieren wir Standards? Machen das jetzt Behörden? Machen das Ministerien? Ist die Zivilgesellschaft daran beteiligt? Also ich nehme hier viele interessante Ideen, auch für meine Arbeit und auch unabhängig von Handelsabkommen, auch für andere Abkommen mit.